Hallo und herzlich willkommen zu meinem Elfen-Let's-Build. Und heute werde ich euch zeigen, wie ich diese Tür aus meinem Pisten-Experimente-Video gemacht habe. Da geht es eben darum, dass hier einfach eine Wand ist, Felswand oder eine Mauer. Das heißt, man sieht von außen einfach gar nichts. Dann geht man aber über zwei Druckplatten und es öffnet sich eben die Wand, sodass man durchgehen kann. Ich habe sogar noch eine bessere Möglichkeit gefunden. Ja, und das werde ich euch eben zeigen. Das hier ist jetzt unser Eingang. Und wir werden damit anfangen, dass wir hier zwei Sticky Pistons hinmachen. Genauso wie hier. Da. Da und da. Dann kommen hier Blöcke hin. Und das war's. Ende. So, wir werden von hier diese Pistons ansteuern und von hier eben die anderen. Die bekommen den Delay 2, das habe ich vorher schon ausprobiert, und mit diesem Delay ist es eben perfekt, sodass es klappt, aber eben nicht zu lange dauert. So, diese Pistons werden wir gleich nochmal ansteuern. Und hier vorne kommen die Druckplatten hin. Das ist egal, ob ihr hölzerne oder steinerne nimmt. Und jetzt werden wir von hier ein Stück nach unten gehen. Und zwar genau unter die Pistons, die hier sein werden. So. Hier. Das heißt, hier kommen Torches drauf, die wir wieder von Repeatern ansteuern. Es wäre zwar besser, wenn wir das mit nur mit Redstone machen. Das würde allerdings auch gehen. Egal, so klappt es auch perfekt eigentlich. Also man könnte es auch einfach von der Seite machen, also so geht es ja nicht, auch wenn sich das hiermit verbindet. Wird das nicht aktiviert davon. Das heißt, wir machen es mit Repeatern. Es würde auch von der Seite gehen. Aber man muss später sowieso noch Delays einbauen, deswegen ist das egal. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Das muss man erstmal gucken. So. Und zwar machen wir von hier aus ein Redstone-Kabel nach oben. Und zwar zu diesen Pistons. Das geht hier lang. Das gleiche auf der anderen Seite. Nee, das wird nicht klappen, weil hier kommt vielleicht noch was hin. So. Genau.
So, und das gleiche auf der anderen Seite. Und so. Ihr seht, das geht schon auf und zu. Und ich sehe gerade, dass es falsch ist. Die Torches müssen alles nach hier. Hoch. Ja. Egal. So, aber das ist dann gut. Jetzt wieder richtig, oder? Nee. Achso, jetzt müssen wir natürlich noch die oberen Pistons ansteuern, weil wir haben ja jetzt nur die unteren. Ja, und jetzt müssen wir eben noch die oberen. Und zwar geht das von diesem Kabel, das müssen wir drunter herführen. Nein, das war falsch. So. Also hier geht's lang. Und es ist am besten, wenn man das ohne Torches macht, damit der Delay einfach perfekt ist. Weil es ist ja doof, wenn man da erst 2, 3, 4 Sekunden warten muss, bis eben das Tor aufgeht. So, die Torches kommen hier dran und werden eben von hier oben angesteuert. So, das ist natürlich ein wenig zu lang, deswegen kommt hier noch ein Repeater hin. Noch nicht eingestellt. So. Also das Tor geht genau richtig auf. Es ist schnell genug, sodass man einfach durchlaufen muss. Geht gleichzeitig auf und auch wieder zu. Das gleiche werden wir jetzt noch von der anderen Seite machen. Das heißt, dass wir hier die Wand haben. Beziehungsweise keine Wand, sondern da ist ja einfach nur ja, so ein Durchgang. So. Wir werden hier noch Blöcke hinmachen, weil wenn man dann so hier reinguckt, dann sieht man ja gar nichts, was ja noch besser ist. Und dann kommen eben diese Repeater zum Einsatz. Diese Pistons hier, welche die anderen Blöcke eben wegziehen. So und so. Die werden auch noch angesteuert. Die bekommen auch diesen Delay. Das gleiche von der anderen Seite. So. Und dann eben noch die Druckplatten, welche hier hinkommen. Die
müssten, genau, die sind hier. Und die können wir einfach hier runterziehen. So. Müssen aber noch repeated werden, damit das hier eben auch klappt. Also so. Nee, das ist falsch. Wir müssen das hier nämlich verbinden, weil diese Druckplatten das Signal ja auch hier einmal rum zu diesen Torches geben sollen. Ja. Dazu müssen wir dann... Ja, das können wir einfach so machen. Gucken wir mal. Jawohl. Ich glaube, ja. Hier ist es nämlich. So. Sieht ein bisschen komisch aus unten, aber das passt schon. Ach so, wir müssen das hier noch ein bisschen verändern, weil dieser Redstone das den Repeater da aktiviert. Komischerweise geht das nicht mehr zu. Ah, okay, das könnte daran liegen. So. Genau, ist wieder zu. Hier haben wir den Delay noch nicht eingestellt. Und es klappt perfekt. Durchgehen. Was man natürlich auch machen sollte, ohne drin stehen zu bleiben. So. Dann machen wir das hier noch zu. Und ja, wie gesagt, das kann man einfach in eine Felswand reinbauen. Und es fällt auch gar nicht auf. Das Einzige, was man sieht, sind eben die Druckplatten, aber das kann man ja auch durch einen Button oder so an der Wand ersetzen oder irgendwo verstecken. So, also ich kann hier durchgehen, werde nicht aufhalten. Das gleiche klappt von der anderen Seite. Man kann natürlich genau das nochmal hier bauen, wenn man hier noch eine Felswand hat oder so. Einfach als Tunnel zwischen oder durch ein Werk hindurch. Das wäre dann, ja, das wäre dann auch überhaupt nicht auffällig. Und ja, ich würde sagen, es ist fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim 12. Bis dann.